44 bis zur Busstation. Ist das deine Matratze? Ja. Die alte ist schon ganz kaputt, weißt du? Und wer ist der Mann? Welcher Mann? Vorne, ist das dein Freund? Roberta, rufst du mal die Mama an und sagst dir, dass wir ein bisschen später kommen? Wegen Montag. Zieht der Hemd an. Hallo Mama, wir kommen später. Was ist das? Ja. Ein bisschen hat der Papa gesagt. Kannst du noch eins besorgen? Beim Ikea. Du? Ich weiß nicht, vielleicht. Nicht vielleicht. Frag dir eins von wem. Das macht sie einfach besser. Wir bringen einer Frau die Matratze nach Hause. Die Mama will mit dir reden. Ja. Ja, ich weiß nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde ungefähr. Wieso? Ja, was soll ich machen? Du, ich weiß, was ausgemacht war, aber es hat einfach länger gedauert. Ja, es tut mir leid wegen meiner blöden Küche. Papa und die Mama streiten. Das glaube ich nicht. Ja, dann schlaft sie halt bei mir. Ja, Mäcki. Nein, Mäcki. Roberta, wir essen nicht bei Mäcki. Da vorne rechts ist dann schon. Du, ich kann jetzt nicht. Breitner. Stopp. Weniger, ich leite die Kinder herkommen. Ich leite die Kinder sehen, bitte. Schauen Sie, Ihre Tochter ist ertrunken. Ihr Herz schlägt nicht mehr. Aber es gibt möglicherweise noch eine Chance. Eine Chance? Normalerweise kann ein Gehirn ohne Sauerstoffzufuhr 3, höchstens 4 Minuten überleben. Wenn aber die Körpertemperatur unter einen gewissen Wert absinkt, bevor das Ertrinken einsetzt, schaltet der Körper in einen Konservierungsmodus. Eine Art Winterschlaf, in dem das Gehirn dann bis zu 30 Minuten überleben kann. 30? Eine halbe Stunde? Ja, so lang war das nicht, oder? Dann bist du reinkommen, hast du sie noch gesehen. Und dann hast du dich umgezogen, wir haben geredet kurz. Und dann haben wir sie gesucht, 10 Minuten höchstens, oder? Das war länger. Nein, keine halbe Stunde. Wir haben hier so einen Fall noch nie gehabt. Wir müssen Ihre Tochter jetzt an der HLM, also an der Herz-Lungen-Maschine, langsam aufwärmen und stabilisieren. Und das ist, was jetzt gerade passiert. Und was heißt das? Die HLM übernimmt die Funktion von Herz und Lunge. Also das heißt, sie pumpt das Blut durch den Körper und reicht jetzt mit Sauerstoff an. Und erst wenn der Körper das dann selber wieder kann, können wir schauen, ob der Cardiac-Gehirn Schaden genommen hat oder nicht. Kann man das nicht gleich untersuchen? Nein, das geht im Operationssaal nicht. Wir können dort kein EEG machen, also keine Hirnströme messen. Von einer Tomographie ganz zu schweigen. Wir können eigentlich nur schauen, ob Ihre Pupillen auf Licht reagieren. Reagieren Sie. Frau Breitner, geben Sie uns noch ein bisschen Zeit, bitte. Ja. Sobald es was Neues gibt, lasse ich Sie wissen. Versprochen. Herr Doktor, heißt das jetzt, dass wenn die Katja aufwacht, dass sie nicht mehr normal ist? Sie wollten mich sprechen? Hören Sie, Lobenmeier. Meine Frau wird vermisst. Sie war gestern als Einzige nicht auf dem geplanten Flug und nun muss ich mich eventuell um diverse Dinge kümmern. Mit anderen Worten, der Kongress der europäischen Telekommunikationsanbieter. Sie wissen ja, am kommenden Wochenende. Nein. Sie werden Termedi in Zürich vertreten, Lobenmeier. Kurzer Vortrag, bisschen PowerPoint. Gabi? Ja? Machst du uns 2 Kaffee? Gerne. Ganz tolles Hotel. 4 Sterne. Oh, da ist mein 10. Hochzeitstag. Wir haben schon eine Paris-Reise gebucht. Was ist denn mit Schlick? Sein Vater hat runden Geburtstag.
Hauberland? Internationale Paintball-Meisterschaft. Bitte was? Peng, peng, mit Farbbeuteln. Das Platz 7 der Weltrangliste. Er kündigt er. Und Schneider? Immer noch krank geschrieben. Molwit? Noch was anderes. Wegen der Beschwerden bei der Serviceline in letzter Zeit. Wir werden die Tage einen Controller ins Haus bekommen. Sorgen Sie dafür, dass er die Zugangscodes der Nummernverwaltung bekommt. Ja. Ich weiß zum Rubinstein. Tanner und Lasnik, das wird nie wieder was. Der hat nur Müllmist im Hirn und ist hässlich wie Viech. Molwit. Der Chef will nicht sprechen. Nix hier, mein Screenglanzen fucking außen.